Die Serie 2200 der niederländischen Eisenbahnen besteht aus einer Reihe von dieselelektrischen Lokomotiven, die ab 1955 von der NS eingesetzt wurden, um die dampfbetriebenen Lokomotiven abzulösen. Im Lieferzustand waren die Loks rotbraun lackiert, heißt es bei Wikipedia. Ab 1971 wurde ein Teil im neuen Hausdesign gelb-grau lackiert. Eine dieser Maschinen ist Vorbild des hier gezeigten Pico-Modells. Das Modell ist mit zahlreichen filigranen Details am Lokkasten und besonders an den Drehgestellen ausgestattet. Die Nachbildungen der Lüftergitter am langgezogenen Maschinenraum und die Riffelbleche entlang des Aufbaus sind fein ziseliert. Den Abschluss zur Seite hin bildet auf jeder Seite ein filigranes Geländer aus Metall. Löcher in den Pufferbohlen vorn und hinten weisen auf weitere Steckteile hin, die in einem Zurüstbeutel beiliegen. Sehr detailreich und mit Ansteckteilen ausgestattet, funkeln die Drehgestellblenden.
Schrauben und Blattfedern wirken sehr plastisch. Die Kunststoffoberfläche ist nicht glatt und vermeidet daher alles Plastikhafte. Die Bedruckung ist ohne Fehl, die Wiedergabe von Buchstaben und Ziffern ist lupenrein. Die Fahreigenschaften dieser Lok sind zu loben. Sie setzt sich weich in Fahrt, beschleunigt druckfrei und hält eine einmal eingestellte Geschwindigkeit sehr gut ein. Der Antrieb verrichtet bei abgeschaltetem Sound seine Arbeit völlig geräuschlos. Es ist nur das Klacken der Schienenstöße zu hören. Die Auslaufeigenschaften der Lok sind miserabel. Aus Höchstgeschwindigkeit rollt sie bei Strom aus nur rund 7,5 cm. Aus mittlerer Geschwindigkeit rollt sie nur 3 cm weit. Bleibt sie stehen, gibt sie ein merkwürdiges Klackern von sich. Die Lok ist mit 29 Sound- und Betriebsfunktionen ausgestattet, mehr als wir mit unserer Multimaus von Fleischmann schalten können. Die 2200 bringt 315 Gramm auf die Waage. Das relativ hohe Gewicht verhilft trotz der Ausstattung mit nur zwei Haftreifen diagonal versetzt auf Rädern der inneren Achsen zu ganz ordentlichen Traktionseigenschaften. In Schleudern kommt die Lok beim Anfahren erst bei 90 Gramm, 161 Gramm im Gewichtebecher unserer Rollenwaage ließen sie aufgeben. Laut Pico ist die Lok eine Vertreterin der Epoche 4, die in den Niederlanden von 1968 bis 1989 dauerte.